Die perfekte Begegnung. Der Grundlinienspieler gegen den Angriffsspieler. Herr Borg, was ist das für ein Gefühl, wenn Sie sich bewusst machen, dass Sie mit Ihrem 5. Wimbledon-Sieg Geschichte schreiben? Kein besonderes Gefühl. Das Einzige, was zwischen Borg und diesem Rekord steht, sind Sie. Sie und Borg sind so verschieden, wie Menschen nur sein können. Der Ball war auf der Linie! McEnroe hat unlängst behauptet, Borg, die Maschine wird bald zusammenbrechen. Was sagen Sie dazu? Ich bin auch nur ein Mensch. Ich bin keine Maschine. McEnroe hat mehr Talent. Aber gegen Borg zu spielen, ist wie gegen eine Wand zu spielen. Alle wollen Borg besiegen. Es gibt keinen, der das nicht will. Das macht ihn zum einsamsten Kerl auf dem ganzen Planeten. Borg wird unter enormem Druck spielen. Jeder erwartet, dass er gewinnt. Über Borg sagt man, er sei Perfektionist und er zeigt keinerlei Gefühle. Alles, was in mir steckt, lass dich auf dem Scheißplatz raus. Und Sie verstehen das nicht, weil Sie kein Tennis spielen. Duell zweier Gladiatoren.